Hallo meine lieben Zuckerschnuten und herzlich willkommen wieder hier bei mir auf meinem Kanal. Heute mixen wir mal. Heute habe ich ein Diamond Painting Bild für euch und ein Cross Stitch, also ein Kreuzstich von der Firma New Craft Day. Vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle, dass ich mir was aussuchen durfte. Und ja. Deswegen habe ich mir eben von beiden mal was ausgesucht, um auch mal die Qualität der Shops so zu testen, wo man ja sonst eigentlich immer nur Diamond Painting bestellt hat. Aber an dem einen Bild konnte ich auch nicht vorbei. Das ist aber bevor ich mich jetzt hier vorneweg festlabere, würde ich sagen, wir starten mit dem Intro und dann geht's los. Da starten wir jetzt gleich als erstes mit diesem Bild. Das ist so schön. Das ist so schön. Jetzt ist mein Licht aus. Also es ist ein bisschen dunkel, ne? Ich kann jetzt bloß mal gucken. Ah, ich wechsle doch gerne zusammen mit euch Akkus hier. Ob ich noch irgendeinen Akku habe, der hier reinpasst. Der ist alle. Gucken wir mal bei dem. Oh, hier ist noch ein bisschen Strom drauf. So, also beeilen wir uns, bevor wir jetzt gleich wieder im Dunkeln sitzen. Jetzt ist das Toolkit geflogen. Wir haben ein Standard-Toolkit mit dabei. Kommt zur Seite. Jetzt muss ich das Licht erstmal wieder ein bisschen positionieren. So. Und eine Leinwandgröße von 50 mal 60. Och, ist die zuckersüß. Och, ist die geil. Och, ist die schön. Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher geguckt, ob es vielleicht ein lizenziertes Bild sein könnte. Ich habe nichts gefunden. Sollte es so sein, dass es ein Künstlerbild ist, entschuldige ich mich dafür und ihr könnt mir auch gerne noch schreiben, von wem dieses Bild ist. Na, wie gesagt, ich habe Rückwärtssuche benutzt, bei mir kam leider nichts raus. Na, also, vorneweg gesagt, wir haben runde Steinchen, leider alle in 200er Tüten. Findest du das schon wieder quiek? Ich bin leider nicht sicher. Seht ihr? Die Prinzessin hier ist sich nicht sicher. Ah, ganz viel Schwarz mit dabei. Es ist auch eher es sind wenig Farben, aber es ist trotzdem so ein geiles Bild. Wir haben insgesamt 40 Farben. Ich rolle es gerade noch mal ein bisschen gegen. Natürlich, die Folie, die muss man dann noch mal glatt ziehen. Noch mal abmachen und drauf machen, aber... Ich habe die kleine Süße gesehen und habe gedacht, ja, die muss da haben. Die ist so wunderschön. Guckt. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht so sehr. Oh, ist die nicht hübsch. Oh, ich hätte auch gerne solche Haare. Oh, mit den großen Augen und, oh, und dem kleinen Kleidchen, wie sie dort so auf der Stufe sitzt und. Ah, die ist bezaubernd. Und dann noch hier ein paar AB-Steinchen mit in die Augen rein oder in die Jacke mit reinsetzen. Und hier hat sie sogar einen kleinen Ohrring, da könnte man dann auch nochmal mit AB arbeiten. Hier in den Schuhen rein. Ah, die ist doch bezaubernd, die Kleine. So wunderschön. Ich fand das cool. Aber es ist sehr fotorealistisch gemacht. Ne? Bin gespannt, wie das dann am Ende rauskommt mit den runden Steinchen. Aber ich denke, die wird hübsch. Da gab es auch noch viele andere. Aber eben, weil ich mir nicht sicher war, ob es vielleicht doch von dem Künstler ist, habe ich mir erstmal nur das bestellt. Weil ich daran echt nicht vorbeikommen konnte. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es mir gerne. Ab in die Kommentare damit.
Ja, ich will ja auch immer wieder dazu lernen. No. So. Kommt erstmal zur Seite, packe ich dann wieder ein und dann habe ich mich verlesen. Leider, leider. Beim Kreuzstich. Ihr wisst ja, da gibt es verschiedene Größen. Und ich habe ja momentan oder bisher immer 11 Count genommen. Und ich habe jetzt hier 18 Count. Das ist schon mini. Mini, mini, mini. Das ist schon kein großes Bild. Und dann noch dieser kleine Druck. Toolkit haben wir dabei. Und wieder ein neuer Puzzle. Jetzt haben wir Orange. Ich bin echt gespannt, wie viele Farben ich hier noch zusammenkriege. Mir fehlt noch. Habe ich Rot? Nee, Rot. Blau. Schwarz. Weiß. Fehlt noch alles. Mal gucken, wie viele ich dann von jeder habe. Ihr habt dann nochmal die Anleitung. Na, wie viele Stränge ihr benutzen müsst, hier nochmal, wie ihr vorgeht, die ganzen Kreuzarten, eine kleine Anleitung, wie man es überhaupt macht und wie man dann am Ende das Ganze auswäscht. Bei ungefähr 3 Stunden bei 30 Grad. Ja, wenn wir das Vorschaubild, eine Größe von 25 mal 25. Und wie gesagt, wir haben 18 Count, 30 Farben. Das hier ist euer Kontrollblatt mit Symbol und DMC-Liste. 30 Farben auf diesem kleinen Bild. Boah. Also müsst ihr wirklich mit einer kleinen Nadel nehmen, ne? Ach so, ja, seht ihr. Jetzt konnte ich euch doch gleich mal das Bild dazu zeigen, weil ich habe leider kein größeres. Das ist der kleine Freund hier. Ein kleiner Pinguin mit Brille, Mütze und Schälchen. Den darf er nicht frieren, der kleine Mann. Ja. Es ist wirklich mini. Mini, 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 mini. Ob ich hier den Rahmen überhaupt mitsticke, weiß ich nicht. Es kann auch sein, ich mache nur den Pinguin, weil wenn du das auswäschst, ist es ja sowieso weiß. Ja, also macht eigentlich keinen großen Sinn. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie klein das wirklich ist. Jetzt noch fokussiert. Upala, fokussiert. Ja, es ist wirklich, es sind Mini-Kreuze. Mini-kleine Symbole. Ja, es fokussiert leider nicht richtig. Und Mini-Kreuze. Oh Gott. Vor allem, weil sich ja so viele ähneln. Da hat man zum Beispiel einen roten Kreis und ein rotes Kreuz und ein rotes Plus. Ja, da braucht man eine Lupe. Also das kriege ich, glaube ich, so nie hin. Da habe ich mich leider verlesen. Ich wollte das größer haben. Weil ich glaube, das Motiv, das ist eigentlich total süß, aber. Wie macht denn ihr das, wenn eure Symbole so klein ist? Nehmt ihr dafür eine Lupe? Es gibt ja solche Lupenbrillen. Ich wollte mir aber jetzt eigentlich nie unbedingt noch eine Lupenbrille besorgen. Gebt mir mal einen Tipp. Machen das am dümmsten. Ich meine, auf der Vorlage, ja, ich könnte mit Vorlage dann arbeiten, da sieht man es dann schon etwas klarer. Mal schauen, wie ich das mache. Aber ich denke wirklich, den Hintergrund lasse ich weg, das ganze Weiß kann ich mir sparen und kümmere mich dann halt nur um diesen kleinen Freund, den kleinen Pingu. Ja, süß ist er, aber es ist ein süßes Motiv und es ist mal wieder eine Herausforderung. Mal gucken, ob man das hinkriegt. So, und dann kommen wir noch zu den Garnen, die wir natürlich brauchen. Die sind jetzt hier anders aufgefädelt. Ihr könnt euch vielleicht an meine vorherigen Videos erinnern. Da waren die alle auf so einzelnen Kärtchen drauf. Hier ist es jetzt so. Ja, hier habt ihr das Weiß einzeln nochmal als Kordel zusammen. Und dann habt ihr so eine große, hier ist nochmal Weiß, so eine große Karte. Und hier ist das alles aufgefädelt. Dann habt ihr hier noch die einzelnen Nummern. Genauso wie sie eben auf eurer Legende hier drauf sind. Da, die 1. Na, und dann guckt ihr hier, die 1 habe ich hier.
und ziehe mir dann dementsprechend hier auch meinen Gaumen raus. Na, also er geht hier wirklich nach laufender Nummer. Es ist auch nach laufender Nummer hier eben aufgefädelt. Aber schöne, schöne Farben, schön bunt. Das erinnert mich jetzt gerade an, früher gab es immer solche Vorhänge, die hingen meistens bei Oma oder im Garten oder so an der Türe. Die haben immer so geklimpert. Kennt ihr die noch? Na, Mausi. Ja, das sind die Garne dazu. 30 Stück haben wir. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen praktischer, weil man hier alles zusammen hat. Aber ich denke, das ist alles Gewöhnungssache. Das kriegt man dann schon hin. So. Da war es das schon wieder für dieses Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei New Crafting. Wer auch gerne mal dort stöbern möchte und einkaufen möchte, kann gerne den Code Nicole10 benutzen. Da bekommt ihr dann nochmal 10% auf das gesamte Sortiment. Dann wünsche ich euch ein fröhliches Shoppen. Guckt jemand zur Tür rein? Ein fröhliches Shoppen. Einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bleibt alle schön gesund. Eine wundervolle, schöne Zeit mit all euren Liebsten und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss.